Hallo, ich habe einen Zuschauerwunsch von Akatrine bekommen zum Thema Mangopflanzenpflege. Vorab muss ich sagen, es wird ein kritisches Video. Ihr erfahrt grundsätzlich was zur Pflege der Mangopflanze und ihr erfahrt auch, wie man so eine Mangopflanze grundsätzlich aussät. Aber es ist schon kritisch, ich bin da schon kritisch eingestellt. Ihr seht es wie immer nach dem Intro. Floll. Das Leben jeder Mangopflanze, weil man sie im Baumarkt, im Gartencenter und auch in der Gärtnerei nicht wirklich kaufen kann, beginnt mit der Mango. Ihr esst eure Mango und zuzelt so das Fruchtfleisch ab und bekommt dann am Ende diesen Stein. Und bei diesem Stein, da ist ein Samen drin, da fahrt ihr mit dem Buttermesser rein und löst euren Samen raus. Ihr knackt also diesen Stein und habt dann diesen blanken Samen, den ihr für die Vermehrung, für die Aussaat verwenden könnt. Und bestenfalls nehmt ihr euren Samen, schlägt den irgendwie in so Küchenrolle, in so ein Taschentuch ein, in ein feuchtes und packt den dann in so einen Gefrierbeutel rein, die ganze Schoße, und packt es irgendwo warm hin, bis der Samen gekeimt ist, bis eine Keimwurzel da ist und dann beginnt erst der richtige Spaß. Euer Mangosamen hat also gekeimt und es kommt zum Topfen. Dafür, finde ich, nehmt ihr am besten so eine Anzuchterde. Die hat ein bisschen Perlit drin, die ist aufgelockert und die vernässt nicht so leicht. Und die ist auch nicht so nährstoffreich gedüngt. Und ihr nehmt so einen Topf, der gerade so groß ist, dass der Samen reinpasst. Packt es halt da rein und dann geht es eben zum Standort, der recht einfach noch ist. Sagen wir mal, ihr fangt jetzt mit der Aussaat an, Anfang Mai. Dann ist die Zeit bis Herbst vollkommen unproblematisch. Ihr packt euren Topf, am besten hell bis sonnig irgendwo hin, an ein Westseiten-, Südseitenfenster, wo es halt sehr, sehr warm ist, sehr sonnig ist. Ihr könnt es auch auf dem Balkon packen, wie ich meine Pflanze damals vor 2 Jahren. Mein Westseitenbalkon, der ist eigentlich ganz gut geeignet. Südseitenbalkon, wo es halt wirklich 10, 12 Stunden Sonne im Sommer hat, das wird ein bisschen kritisch, das wird dann zu krass von der Sonne. Ihr gießt das Ding gleichmäßig, dass es feucht ist, aber nicht nass, und düngt einmal im Monat. Umtopfen, daran braucht ihr noch gar nicht denken. Und dann kommt die kritische Zeit, der Herbst, der Winter. Denn wir haben einfach im Winter wahnsinnig wenig Licht. Und Gießen reduziert ihr maßgeblich, ganz trocken halten, aber gleichzeitig packt ihr diese Pflanze irgendwo hin, wo es hohe Luftfeuchtigkeit hat. Denn in trockener Luft siedeln sich ganz, ganz schnell so Spinnmilben an und dann werden eure Blätter zusammengestochen und eure Pflanze geht im schlimmsten Fall ein. Deswegen luftfeucht, aber irgendwo trocken, alle 2 Monate düngen und halt möglichst hell, dann wirklich an der Südseitenfenster. Aber ich sage meiner Meinung nach, das ist nur meine Meinung, ohne Gewächshaus, ohne Warmgewächshaus, irgendwo Überwinterungsgewächshaus, wo ihr es hinbringen könnt, oder eine starke Pflanzenlampe, könnt ihr meiner Meinung nach eine Mangopflanze fast nicht überwintern. Das Ding kommt irgendwo aus Indien, da ist super warm, da ist super hell, auch ganzjährig hell. Meiner Meinung nach kriegt ihr es gerade so hin, dass die Mangopflanze überlebt. Ihr solltet dann auch 12 Stunden Tageslänge einstellen und das Problem ist halt auch, dass auch die Wärme fehlt. Ich meine, wir heizen jetzt aktuell unsere Räume nicht so stark. Wir haben, was weiß ich, 19, 20 Grad Heizsollwert bei uns eingestellt. Das ist halt auch insgesamt die Gesamtwärme, die Tagesdurchschnittstemperatur ist halt auch zu niedrig im Winter für die Mangopflanze. In der Kombination mit der trockenen Heizungsluft. Schwierig. Dann kommt noch die Pilzkrankheit dazu, die bei Mangopflanzen üblich ist. Das ist Anthracnose, ausgelöst durch den Pilz Colletotrichum. Sieht es folgendermaßen aus, dass die Mangopflanze an den Blättern so schwarze Flecken bekommt und dann im Prinzip am Ende des Pilzbefalls auch eingeht. Das ist halt auch nochmal erschwerend. Ich habe
paar Bilder, wie ihr es jetzt gesehen habt, die ganze Zeit von einer ehemaligen Kollegin bekommen. Und die hat halt jetzt zuletzt auch mit diesem Pilz zu kämpfen. Und die musste entlauben, die musste schauen, dass sie ihre Mangopflanze, die fast 3 Jahre alt ist, trotz Gewächshaus wieder aufpäppelt nach dem Winter. Und die ist aber auch sehr pessimistisch und die ist Gärtnermeisterin, die weiß eigentlich, was sie tut, aber die hat halt auch an dieser schwierigen Kultur zu kämpfen. Und so ist auch mein Fazit. Was soll ich sagen, Katrine? Ich würde es fast lassen, weil es sich nicht lohnt. Du schreibst es selber, dass die Dinger dann eingehen. Ich halte es fast für unmöglich, so eine Mangopflanze über längere Zeit zu kultivieren. Manche andere Pflanzen, die so tropisch sind, die man aus Samen ziehen kann, wie eine Avocado, die ist ein bisschen unproblematischer, aber eine Mango, die aus Indien kommt, wird schwierig. Wird schwierig. Jojojo, und das war mein kleines Video zu der Pflege der Mangopflanze. Hat es euch gefallen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Habt ihr selber Erfahrung mit Mangopflanzen, Aussaat, Sämlinge, Pipapo, dann schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr so Erfahrungsberichte gebt. Ich lese es immer gerne. Ihr wisst es. So, das war's vom Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche beim neuen Video. Haut's rein. Tschüss!